Unterhalb der Burgruine Weißenstein bei Regen findet man die wohl ältesten Totenbretter im bayerischen Wald. Bis in die 1950er Jahre hinein hat man in den Dörfern die Toten auf sogenannte Barbretter gelegt. In der Stuben hat man den Leichnam dann aufgebahrt. Die ganze Nacht saßen Familie und Freunde die Totenwache und beteten für den Verstorbenen. Dieses Brett hat man dann nach seiner Verwendung nicht einfach vergehen lassen wollen. Man hat es geschnitzt, man hat es bemalt, man hat den Namen hineingeschnitzt. Und man wollte damit eine Erinnerung an den Verstorbenen erhalten. Barbretter, wie diese hier in Weißenstein, gibt es nicht mehr viele, sagt Archäologin Elisabeth Vogel. Dafür findet man im Bayerischen Wald viele Orte, an denen solche Gedenkbretter aufgestellt sind. Tote lagen hier niemals drauf, trotzdem nennt man sie heute Totenbretter. Sie bitten zum Gebet und zur Stille. Dass derjenige, der vorbeikommt, den Namen liest, an ihn denkt und für ihn praktisch auch Fürbitte, himmlische Fürbitte einholt. Der Zweifler Schreiner Kurt Reis fertigt selbst Totenbretter an. Alle 2 Jahre mache er ein Brett, wenn's hochkommt, sagt Reis. Das ist eher abgekommen, weil die Jungen das nicht mehr interessiert. Wenn er eins in Auftrag bekommt, wird das Totenbrett aus Eichenholz geschnitten und anschließend beschnitzt und bemalt. Das dauert. Früher konnte man dann nicht so lange warten. In den meisten Fällen haben die gar keinen Schreiner gebraucht, weil wenn ein Bauer irgendwo in der Nähe gewesen ist, der hat einen Echt oder so und der Echt, der hat vom Holzstab einfach eine Bredelnummer, hat das einigermaßen vorbereitet und das ist dazu hergenommen worden. Früher hat man geglaubt, dass die Seele des Verstorbenen aus dem Fegefeuer kommt, wenn das Brett verfault ist. Deswegen hat man die Bretter gerne an feuchten Stellen platziert, in der Hoffnung, sie mögen schneller verfaulen. Der Brauch hat sich über die Jahre verändert. Heute soll das Totenbrett möglichst lange halten, damit möglichst viele des Verstorbenen gedenken und für ihn beten. Es ist gelebter Brauch, der heute auch weitergeführt wird. Und wir haben das ja gesehen, das ist den Menschen auch ein Anliegen, dass er einfach ein Gedenken an sein Leben, das was war, hinterlassen kann. Und dass jeder, der an so einem Totenbrett vorbeikommt und des Verstorbenen gedenkt, diesen nicht vergessen sein lässt.